erschienen sind. Es braucht keine einleitenden Worte. Herzlichen Applaus für Josef Hanser. Wir haben uns kennengelernt vor 15 Jahren an der Kartentheke am Monopolkino. Und jetzt schließt sich der Kreis. Ich habe es nicht vergessen, du wahrscheinlich schon. Jetzt stehen wir vor der herausfordernden Situation, dass wir vor dem Film das Q&A machen. Und es aber so ist, dass der Film, je weniger Sie wissen, umso besser ist. Glauben Sie mir. Man sollte nichts verraten. Deswegen werden wir uns jetzt A, auf die Sachen beschränken, die man sagen kann vor dem Film, und B, natürlich auch auf Ihre Fragen Einfluss nehmen, beziehungsweise würden wir uns freuen. Ich stelle jetzt mal zwei, drei Fragen als Icebreaker, als Warm-up. Sie dürfen dann alles fragen. Alles. Ja. Sie die Antwort kriegen. Was Sie möchten. Aber Gott, wenn man nicht gesehen hat, hat man besonders viele Fragen. Ist er hoch? Ich finde schon. Das ist so, wenn man sich eine Hölle vorstellt, dann wäre das für mich, ihr müsst für einen Film so herumziehen und überall sagen, der ist gut und ich finde ihn total scheiße. Das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert, aber das kann immer noch kommen. Also wenn wir schon dabei sind, Publikumsfragen, legt's los, gell? Ihr seid hier mit der Hauptdarsteller. Sind Sie noch verheiratet? Nein, ich bin nicht mehr verheiratet, aber schon länger nicht mehr. Das hat, der Film hat nichts aktuell. Also der Film hat keinen privaten Zug. Sind Sie noch verheiratet oder schon? Wohnen Sie schon? Ja. Okay, stell ich mal eine Frage zum Film. Es ist die zweite Regiearbeit. Du bist ja schon sehr lange auf der Bühne, hast auch schon viel im Film. Damals war es der Knochenmann, wo wir uns getroffen haben, der Anlass mitgespielt. Und das ist jetzt deine zweite Regiearbeit. Edgar Reitz sagt immer, und von ihm, aus seinem Mund werde ich es glauben, der zweite Film ist der schwierigste in der Karriere eines Filmemachers. Wie war es für dich jetzt, diesen zweiten Film zu drehen? Der hat immer recht. Nein, es ist so, ich habe mich erinnert, wie das zweite Kabarettprogramm war. Und beim zweiten Kabarettprogramm habe ich mir gedacht, da muss alles, die ganzen Qualitäten vom ersten müssen irgendwie drinnen sein. Und es ist ein totales Scheißprogramm. Also, sich zu wiederholen ist das Blöde. Jetzt habe ich probiert beim zweiten Film, dass alles möglichst anders ist. Also der erste Film war Wilde Maus, das war ein Film in der Stadt. Das ist ein Film am Land. Ich bin nicht die Hauptrolle, sondern die Birgit. Sonst gibt es auch Unterschiede. Ja, für die wir hier nicht näher eingehen wollen. Aber es ist der Versuch, wie soll ich sagen, den Begriff, das kann man schon sagen, Tragikomödie ist so ein Genre, wo ich finde, sehr oft ist das nur eine Komödie, die ein bisschen tragisch tut. Also so eine Komödie, wo aber Probleme herumhängen wie Dekorationsstücke und man lacht so sorglos und denkt sich, das wird alles gelöst werden, das weiß man, weil der Witz ist so sorglos, dass das dass eigentlich nicht mehr spannend ist, wie das ausgeht. Und ich wollte jetzt einmal probieren, wie das ist, wenn man das Drama und die auch gewisse Elemente von einem Thriller ein bisschen seinen Platz gibt und der Witz nimmt nicht die Probleme weg. Der Witz ist da, aber er macht nicht sorglos. Das wäre so der Versuch gewesen. Das wissen es noch weniger wie vorher. Genau das ist echt gut. Zur Drehbucharbeit hätte ich noch eine Frage. Also ich finde ja das Drehbuch super, da ist irgendwie kein Gramm zu viel. Ist auch eine ganz andere Welt eben als in Wilde Maus. Ich habe gesehen, da gab es jetzt eine Zusammenarbeit mit Florian Kleukofer.
Wie lief denn da die Zusammenarbeit? Das war jemand, der sich im Land, so wie ich, auch gut auskennt. Und ich möchte immer Ping-Pong spielen. Das heißt, wenn ich eine Fassung geschrieben habe, dann brauche ich immer Leute, die mir ihre Meinung sagen dazu. Und diesmal habe ich das eben nicht so stark mit vielen gemacht, sondern mit einem einzigen, wo wir so Ideen-Ping-Pong gespielt haben. Geschrieben habe eigentlich ich, aber es war immer sozusagen das Feedback da. Und das ist, ich habe beim ersten Film mit drei Menschen geschnitten, jetzt mit einem einzigen. Ich habe nicht mit drei Menschen geschnitten, weil die Theorie rausgehaut hat oder nicht genau zu finden, weil es hat sich so ergeben. Es haben welche nur kürzer Zeit gehabt und dadurch habe ich mit mehr Menschen gearbeitet. Und jetzt hat sich das alles nicht nur beim Drehbuch, sondern auch bei der Kamera und auch beim Schnitt zu einer noch doch engeren Zusammenarbeit als beim ersten Film so zusammen ergeben. Und war im Drehbuch schon Birgit Minichmayr als Schauspielerin angelegt? Ihr habt ja schon in der Knochenmann, die wir eben schon angesprochen hatten, zusammengearbeitet. Oder wie kam sie zu dem Projekt? Es ist so, dass ich die Birgit immer im Kopf gehabt habe, eigentlich von der ersten Fassung an. Aber ich bin dann nicht der, der anruft und sagt, Birgit, du hättest eine Idee. Sondern ich schreibe dann drei, vier Fassungen oder ich glaube, das waren 6, 7 Fassungen, damit ich mir sicher bin, sie sagt ja. Und während dieser Fassungen kommen dann immer noch andere Kolleginnen und Kollegen in den Kopf, wo man denkt, der könnte es spielen vielleicht und so. Und dann schreibt man mit den Schauspielern im Kopf das Drehbuch und dadurch wird die Figur besser. Die werden dann plastischer, weil man sie immer mehr vorstellen kann. Und ich habe dann noch gefragt. Und ich habe eigentlich keine Absage gekriegt. Das sogenannte Casting, wo man Schauspieler sucht, war eigentlich bei den kleinen Rollen. Die großen Rollen waren alle irgendwie beim Schreiben im Kopf. Eine Frage stelle ich noch als Warm-up, aber bitte überlegen Sie schon weitere Fragen. Die Landschaft Niederösterreichs, ich glaube, so viel kann man sagen, ohne zu spoilern, ist ja fast wie so ein eigener Charakter im Film. Wie kam es zu Niederösterreich? Niederösterreich war gesetzt, weil ich wollte unbedingt St. Pölten als Zentrum, als Großstadt inmitten einer Provinz haben. Das ist, damit ist für Österreich ist so eine Komödie schon gerne, okay, was man also St. Pölten. Die Hauptstadt ist lustig. Und dann war die Frage, ob ich das eher in der Gegend mache, wo ich herkomme. Das ist das Donautal, wo es so ein bisschen zum südlichen Waldviertel raufgeht. Und das war mir dann ein bisschen zu grün. Also da ist kein Horizont. Da sind so Bergen und Wiesen und Wälder. Und man hat dann den ganzen Film sieht man nur grün. Oder man dreht sich im Herbst, dann sieht man nur braun und grau. Und irgendwie wollte ich einen Horizont haben. Wahrscheinlich, weil ich viel Western geschaut habe als Kind. Und dann bin ich dort hingefahren, wo Niederösterreich ein bisschen mehr Luft hat und das ist im oberen Weinviertel, das ist, wo der ehemalige Eiserne Vorhang war. Da gibt es Hochebenen, die nicht so besiedelt sind. Und der Vorteil ist auch, dass die Dörfer irgendwie schöner sind. Sie sind ärmlicher, aber schöner, weil nichts gebaut wurde in den letzten 50 Jahren. Also da ist nicht so, in Österreich ist tatsächlich die Ortspflege eine ziemlich schlimme, weil immer die Bürgermeister bestimmen können, wer da was bauen darf. Und darum hast du dann Schule aus den 80er Jahren, eine Gemeinde und aus den 90ern, irgendwas dann nur aus den Nullerjahren und alles möglichst in bunten Form anstrichen und du weißt überhaupt nicht, wie du den Film dort dran sollst, dass es nur schaulich ist. Und das ist im Weinviertel nicht, da gibt es diese wunderschönen Straßendörfer, die nahezu unverändert sind. Und ich finde, das hat eine Schönheit auch. Es ist, gibt schon einige. Sie werden sehen, es gibt Schauplätze mit einem gewissen sanften Witz, aber ich möchte Sie vielleicht vorher würde ich Ihnen sagen, haben Sie auch ein Auge für die herbe Schönheit von Niederösterreich. Genau, bitte sehr. Ich würde gerne eine Frage meiner Tochter stellen, aber die traut sich nicht, deswegen stelle ich sie. Doch, hat sie gesagt. Jetzt schämen sie sich noch mehr, aber bitte. Man hätte einfach die Frage stellen können. Sie führen Regie und Sie sind gleichzeitig Hauptdarsteller. Nein, Nebendarsteller. Nebendarsteller, ja. Gut.
ist jetzt nicht so wichtig für die Frage, hauptsächlich Darsteller. Ja. Das macht der Til Schweiger auch, meint sie, und das wäre so ein bisschen unsympathisch. Das macht ihn unsympathisch. Das macht diese Doppelung von Regie und Neben- oder Hauptdarsteller so unsympathisch. Und gibt es da eine Rechtfertigung dafür? Eine Kombination ist unsympathisch oder die Schweige ist unsympathisch. Also es ist so, ich habe ja begonnen als Schauspieler. Aber ich war immer ein Schauspieler, der am Drehbuch mitgeschrieben hat. Und irgendwann habe ich sehr viel am Drehbuch mitgeschrieben. Und plötzlich war ich so irgendwie der Hauptautor. Das war so im Laufe der Brenner-Filme, ist das immer mehr so geworden, im Laufe der Wolf-Hass-Verfilmung. Und irgendwann habe ich begonnen, mich zu ärgern, dass ich ins Drehbuch was reinschreibe und dann wird das nicht so verfilmt, wie man es vorstellt. Und dann ist die Lust entstanden, irgendwann das selber zu probieren. Einfach auch, um eine neue Baustelle zu eröffnen. Ich war so fad. Ich war 50, das ist das Alter, wo die Männer Weinkeller machen oder kleine Sportwagen kaufen. Und ich habe beschlossen, dass ich Filmregisseur werde, weil das besser ist, da verdient man was, man muss nichts ausgeben. Ich wollte was erleben. Und jetzt ist es so, dass das Spielen liegt mir auch so drinnen, weil ich das ja von Anfang an gemacht habe. Und deswegen wollte ich nicht darauf verzichten. Und es ist beim ersten Film war ich der Hauptdarsteller. Bei dem Film jetzt habe ich mir wirklich gedacht, ich möchte ein bisschen mehr Regisseur sein. Und vor allem ist eine Frau einfach die viel interessantere Figur am Land. Das werden Sie sehen haben, das werden Sie mir nicht widersprechen am Ende vom Film, dass Frauen interessantere Filmfiguren sind am Land als Männer. Es ist eher ein gewisser Rückzug, ja. Aber ich habe da eine Rolle gefunden, die schon, wo ich sage, bevor ich das eben erkläre, wie er spielen soll, spiele ich es lieber selber. Weil die Rolle ist, die passt halt zu mir. Ne. Grundsätzlich ist es so, dass ich kein Regisseur bin, der anschafft und so, sondern der eigentlich so mit den Schauspielern, wir machen das so, ich bemühe mich so, dass ich das so mache wie eine Band. Das heißt, es ist nicht so, wir spülen was, sondern dass ich im Moment, jetzt gehe ich einmal da ins Kabuff und schaue in die Ausspiegelung und so, und dann komme ich raus und sage, also folgendes, wir machen jetzt so und so. Sondern ich sage zu den Schauspielerinnen und Schauspielern, jeder, der will, kann auch, wenn wir einmal ein paar Texte gedreht haben und wir wollen schauen, was wir ändern können, kann jeder dazukommen und seine Meinung äußern. Manche Schauspieler mögen das, andere sagen, wow, ich möchte nie mich selber anschauen. Und dann wird beschlossen, so wie eine Band, jetzt spielen wir es zwei, dreimal in eine andere Richtung. Und es ist sehr kollegial. Wenn das nicht so wäre, hätte ich schon wieder aufschließen, weil ich behaupte immer, dass es total kollegial ist. Und wenn ich das nicht mache, wenn ich wirklich ein Diktator wäre, dann hätte ich schon wieder protestiert. Also wie war Til Schweiger? Dass ich alle belüge. Ich war noch nie bei Til Schweiger am Set, ich kann es nicht genau sagen. Wie das bei ihm ist. Wurde dann eigentlich improvisiert oder gar nicht? Es wird immer improvisiert. Es ist so, dass am Schluss immer noch mindestens ein Take gedreht wird, wo absolute Freiheit, wo man sagt, jetzt haben wir es im Kosten und jetzt probieren wir es nochmal ganz frisch und frei. Und das sind oft wirklich Dinge, die im Film dann sind. Ja. Hier in der Mitte noch. Genau. Ja, hier. Als großen Filmfan interessiert mich das, wenn man als Schauspieler eingestiegen ist und dann irgendwann mal sich überlegt, Regisseur zu werden. Das bedarf ja eines gewissen filmischen Handwerks. Ja. Ist das mehr oder weniger durch eigenes Erleben als Schauspieler entstanden oder war es auf Volkshochschulkursen oben drauf? Ja. Nein, das ist eine gute Frage und sie wurde mir noch nie gestellt. Ja. Haben Sie alle die Frage verstanden? Ja! Also es geht darum, wenn man als Schauspieler beschließt, Regisseur zu werden, wie man da in diesen Beruf hineinfindet, der ja viel auch mit Bildsprache zu tun hat und mit Inszenierung. Und ob ich einen Volksschulkurs gemacht habe oder wie ich da reinkommen bin. Das eine ist, dass ich immer geschaut habe, wie die Regisseurinnen und Regisseure das machen, wo ich war. Und zwar immer sehr genau, weil ich mir immer gedacht habe, ich würde gerne mehr Regie führen. Ich schaue mir, wie machen die das. Der erste Regisseur war bei Ihnen, der Paul Harater, der hat zum Beispiel sofort was gemacht, was ich seither immer mache. Er hat, weil wir so
wir waren Kabarettisten bei Indien, wir waren keine Filmschauspieler. Der hat uns total geschützt vor der Technik. Der hat gesagt, Schauspieler sind frei, die kriegen keine Markierungen, die Kamera, alle müssen sich nach den Schauspielern richten, was die entwickeln. Größtmöglichste Freiheit für die Schauspieler, nicht weil die so super sind oder was Besseres, sondern weil das die einzigen sind, die man im Film dann sieht. Und der große nächste Lehrmeister war der Wolfgang Murnberger bei den Wolf-Asko-Filmungen. Von dem habe ich wirklich gern, wie man so völlig gelassen, freundlich, konzentriert eine angenehme Stimmung am Set macht, wo jeder sich einbringen kann, wo niemand eine Scheu hat, irgendwas vorzuschlagen. Also der Wolfgang hat mich sehr gut darauf vorbereitet. Und das Nächste, aber die Bildsprache, und das ist tatsächlich etwas, da braucht man eine Kamera, die einen hineinlässt. Also ich hab bei dem Film den Carsten Thiele gehabt, das ist ein Berliner Kameramann, und der hat mich wirklich in seine Arbeit hineingelassen. Der hat gesagt, los, schau her, wir sind jetzt da auf der Hochebene, da ist die Straße vom Anfangsbild, Sie werden dann eine Straße sehen vom Anfangsbild, und dann sage ich dir jetzt, schau, mit der Brennweite schaut das so aus, mit der Brennweite schaut das so aus, was gefällt uns besser. Das heißt, ich brauche jemanden, der mich da quasi ausbildet oder zumindest da reinlässt, damit ich mitentscheiden kann. Und so jemanden habe ich gefunden bei dem Film, Gott sei Dank. Aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich so, es ist eine Überforderung und es kommen Gott sei Dank viele kluge Menschen, die einem helfen. Ja. Für zwei Fragen noch Zeit, ja, Sie waren zuerst. Eine Frage, wenn das nicht wahnsinnig lange Drehtage, wenn man viel miteinander redet, mit den Schauspielern, und schimpft dann nicht der Produzent? Also gibt es, ob es nicht lange Drehtage werden. Der Produzent schimpft vor allem, wenn er noch Drehtage dazugeben muss. Das hassen Produzenten besonders. Und es war so, dass ich bin auch niemand, der lange Drehtage super findet. Also ich bin selber ja auch Schauspieler und ich weiß, ab einem gewissen Zeitpunkt ist keine Leistungsfähigkeit mehr da und dieser katholische Gedanke, dass mir was Gutes rauskommt, wenn sie alle total quälen, den habe ich in meiner Jugend schon verloren, mit den Augen gemeinsam. Und deswegen haben wir eigentlich immer, eigentlich nie länger als 10 Stunden gedreht. Eigentlich 10 Stunden schon, ja. Das geht. Man ist immer noch am österreichischen Film, ein bisschen urlaubsreif, das ist auch normal, weil halt nicht so viel Geld da ist. Ja, bitte? Ja, der Kompagnon Simon Schwarz, mittlerweile vor über 20 Jahren der Beifahrer im Sankerwagen, heutzutage in Deutschland, in ihrem Nachbarland, bekannt bei Alt und Jung, ja. Durch die Eberhofer-Reihe. Ja. Gönnen Sie dem ehemaligen Kollegen den Erfolg neidlos und wollen nichts dazu sagen? Oder wollen Sie einfach nichts dazu sagen? Wenn ich es Ihnen nicht gönnen würde, würde ich Sie jetzt hemmungslos belügen. Klarerweise. Ich könnte es hin, natürlich. Also nicht eine gewisse Wollmilchsatz. Ach, was soll ich? Ich verstehe es nicht. Also, wir sind in Kontakt, wir mögen uns. Ich komme jetzt demnächst zu dem Kabarettprogramm, zu dem, was er mit Manuel gemacht hat, mit Robert. Also, Sie dürfen sich das nicht so vorstellen, dass wir da alle so weit bis jetzt herumlaufen. Ich bin ja auch nebenberuflich Schauspieler. Der Film ist ja so ein Spielbein. Ich bin ja hauptsächlich Kabarettist. Und auch bei den Kabarettisten ist es so, dass wir eigentlich gegenseitig uns freuen. Ich war jetzt vor drei Tagen beim Alfred Dorfer im Programm im Lustspielhaus. Wir nehmen uns nichts gegenseitig weg, weil wir alle unser Publikum haben. Und also diese Neidsache. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, es gibt sie schon, aber ich weiß nicht, ob sie nicht hochgechäst wird, ein bisschen auch von den Medien, wenn man da gut berichten kann. So viel Neid ist gar nicht zwischen den Schauspielern, wie man so allgemein glaubt. Also ich hab nur wenig Neid erlebt. Hat mir jemand eine gute Abschlussfrage? Haben Sie eine gute Abschlussfrage? Ich habe keine Frage, ich möchte nur was sagen. Vielen Dank, dass Sie machen, was Sie machen und uns damit so viel freigeben. Dankeschön. Wir sind nicht engagiert.
vielen herzlichen Dank an Josef Harder dafür, dass er jetzt hier bei uns ist und den Film eingeführt hat. Ich wünsche Ihnen einen wirklich großen Spaß bei diesem Film. Sie werden auf mehreren Ebenen begeistert sein, nicht nur auf denen, die wir angesprochen haben. Und wenn er Ihnen gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Am 4. April ist Kinostart in Deutschland und gerade hier in München kann es sein, dass man am Anfangswochenende sehr schwer Karten bekommt. Deswegen denken Sie auch an die anderen Wochenenden, bitte. Dankeschön.